Hi, hier ist der Frank vom foodbloghamburg.de. Wir wollen heute Ginger Ale machen. Dafür habe ich jetzt hier schon mit Unterstützung meiner Kamerafrau so ein bisschen frischen Ingwer geschält. Den werden wir jetzt gleich, oder ich jetzt gleich, in Streifen schneiden. Und dann werden wir den kochen, weil wir wollen heute machen frisches Ginger Ale, nichts fertig gekauftes, richtig frisch. Schmeckt noch ein bisschen anders. Wir brauchen ungefähr 150 bis 200 Gramm Ginger. Dann brauchen wir 200 Milliliter Wasser und ungefähr 200 Gramm Zucker. Da kann man aber auch locker, wenn man will, auf den Zuckerersatz zurückgreifen oder halt auf unseren normalen weißen Zucker. Man kann das aber auch, das verändert ein bisschen den Geschmack. Je nachdem, wie man das halt gern mag, kann man das auch mit einem Rohrzucker machen. Das schmeckt auch ganz geil. So, dann wollen wir jetzt starten. Jetzt kommt erstmal wieder unser Intro. So, ich habe jetzt hier die ganzen Teile, die ihr eben hier gesehen habt, von dem Ginger, die habe ich alle so in so Stifte geschnitten. Die tue ich jetzt in meinen viel zu großen Topf. Dann tue ich da 200 Milliliter Wasser drauf. Und setze das jetzt auf meinen Herd und lasse das jetzt mal kurz so richtig ankochen. Und dann muss das mal so 5 bis 10 Minuten kochen, um den ganzen Kraft aus dem Ginger rauszubekommen. So, das ist jetzt schön am Kochen. Jetzt kann ich das mal ein bisschen runterstellen. Ich stelle das jetzt so auf 5 und lasse das jetzt nochmal 5 bis 6 Minuten kochen. Ich messe mir jetzt mal eben schnell meinen weißen Zucker ab. 200 Gramm. Und die tue ich da gleich unterrühren zu. Noch mehr. Gott. Sehr gut. Ich hätte das aber auch, wenn ich gewollt hätte, jetzt halt hier mit meinem Zuckerersatz machen können. So, das kocht hier schön. Ich tue da jetzt den Zucker mit zu und löse den halt schön in dem heißen Wasser auf. Der Ginger ist jetzt hier gut 12 Minuten schön, hat er schön gekocht. Das können wir jetzt abgießen. Das gieße ich mir jetzt hier durch meinen Durchschlag in ein Gefäß. Klasse. Und dann müssen wir gleich mal gucken, wenn das noch zu flüssig ist. So durch den Zucker muss das so ein bisschen anziehen. Das soll ja nicht mal Wasser wie Wasser sein. Dann müssen wir das halt hier noch mal ein bisschen runter reduzieren. Und das werden wir gleich sehen. Aber das sieht schon ganz gut aus. So. Gießen wir das hier mal eben rein. Ja, es muss noch ein ganz kleines bisschen weiter runter reduzieren. Und dann können wir das gleich in ein kleines Fläschchen tun. So, ich meine, das ist jetzt weit genug runter reduziert. Ich kann das nur nicht direkt von meinem Topf aus da reinfüllen. Deshalb tue ich es noch einmal schnell hier hinein. Und dann fülle ich das in mein kleines Fläschchen, eventuell auch noch ein zweites, wenn das zu viel ist. Das war's. Das muss jetzt so ein bisschen abkühlen und dann können wir das gleich ausprobieren. Also dann bis gleich zum Genießen. So, meine Lieben, jetzt haben wir zwei Flaschen voll.
Na, die eine ist nicht ganz voll. Jetzt tun wir uns ein bisschen was davon in unser Glas. Ja, wir wollen ja was davon haben. Dann tun wir uns ein bisschen Basilikum da drauf. So. Eis. Schön frische Zitrone. Und dann füllen wir uns das auf. Schön mit Sodawasser. Ich tue mir mal einen Strohhalm. Dann müssen wir hier mal ein bisschen. So, jetzt kommt der Moment. Entweder verziehe ich gleich ein Gesicht und sage, schmeckt gar nicht, oder ich sage, alles gut. Geil. Ein bisschen kratzig im Hals. Hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr Zucker nehmen können. Aber ein geiler Geschmack. Also tausendmal besser als von dieser Firma mit STH am Anfang, wo wir uns das ja alle so kaufen. Ich finde dieses Rezept schon richtig geil. Das muss jetzt noch ein bisschen kälter werden, das tut es ja gerade, dadurch, dass das Eis da drin ist. Aber das ist schon geil. Ja, man kann natürlich auch noch, für die Großen unter euch, sich da ein bisschen Gin reintun. Ich glaube, das kommt auch nochmal richtig geil. Ja, ich hoffe, dass dieses kleine, schnelle Gericht, hätte ich beinahe gesagt, Getränk, euch gefällt. Ich glaube, ich werde das heute Abend den ganzen Abend trinken. Und ja, wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen. Sollte es euch nicht gefallen haben oder ihr irgendwelche Vorschläge haben, unten reinschreiben. Ich antworte mit Sicherheit. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Sagen und Frank vom foodblog hamburg.de. Ciao, ciao.